Achim von Fallois. Und wir schauen direkt ins Haus der Bundespressekonferenz, wo sich in dieser Minute die 5 Wirtschaftsweisen versammeln. Jetzt um 11 also legt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine neue Schätzung vor, die wir jetzt live übertragen, später auch noch einordnen werden. Und das Wort hat Professor Christoph Schmidt. Heute Morgen das Jahresgutachten 2013-2014 übergeben. Wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr im Anschluss wieder in die Bundespressekonferenz gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Schmidt, Herr Professor Bofinger, Frau Professor Buch, Herr Professor Feld und Herr Professor Wieland. Professor Schmidt wird am Anfang uns das Gutachten vorstellen und dann werden Frau Professor Buch und die Kollegen im Frage- und Antwortspiel ebenfalls dazu Stellung nehmen. Bitte. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, die wir bekommen, hier unser Gutachten vorzustellen. Im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren war ein sehr großer Schwerpunkt auf europapolitischen Themen und Diskussionen. Sie werden bei der Durchsicht des Werkes merken, dass wir dieses Mal den Schwerpunkt auch durchaus auf innenpolitische Aspekte gerichtet haben. Das ist eine Reflexion der aktuellen Diskussion, auch der Diskussion im Bundestagswahlkampf. Wir haben diese Analysen und Argumente zusammengetragen vor dem Hintergrund einer guten wirtschaftlichen Situation in öffentlichen Haushalten. Und im Arbeitsmarkt geht es, wenn man sie mal so personalisiert nennen möchte, recht gut. Es scheint jetzt ein lang angelegter Konjunkturaufschwung auch zu kommen. Das liegt nicht zuletzt auch an den Tätigkeiten der Europäischen Zentralbank, an der Ankündigung der Outright Monetary Transactions, die vor ungefähr einem Jahr oder etwas länger zur Beruhigung der Krise beigetragen haben. Aber wir sind auch trotz all dieser guten Worte, wir sind auch besorgt. Wir sind besorgt, weil die Diskussion unserer Einschätzung nach im Augenblick andeutet, dass viele den Blick darauf verloren haben, dass die gute Situation nicht vom Himmel fällt oder gefallen ist, sondern auch als Ergebnis vieler sinnvoller Reformen der Vergangenheit zu betrachten ist. Wir haben eine sehr starke Diskussion über die vermeintlich sehr stark gestiegene Ungleichheit in Deutschland gesehen, die sich so in den Daten auch nicht wiederfindet. Und deswegen ist es eigentlich aus unserer Sicht besorgniserregend, dass sich die Diskussion vor allem auf Umverteilungsaspekte konzentriert und dabei sogar so weit geht, dass man willens ist und diskutiert, sehr stark auch in Marktergebnisse einzugreifen und ein gewünschtes Marktergebnis gegebenenfalls auch gesetzlich erzwingen zu wollen. Das scheint uns insofern sehr unglücklich als Fokus und als Ansatz, als die großen zukünftigen Herausforderungen ja noch vor uns stehen. Für uns alle ganz klar vor der Tür stehende Herausforderung ist der demografische Wandel. An dem kommen wir nicht vorbei. Und es ist sicherlich so, dass wir, wenn wir genauer hinschauen, auch wissen, dass wir momentan Zeit in der Eurokrise gekauft haben, auch durch die OMT-Ankündigung. Aber dass die Krise selber natürlich noch nicht hinter uns ist, sondern tatsächlich noch Altlasten verschiedenster Art abzuarbeiten sind. Und vor diesem Hintergrund, gerichtet auf die bundesrepublikanische Debatte, warnen wir in unserem Gutachten davor, die Reformen, die uns erfolgreich gemacht haben, erfolgreich auch durch die Krise geführt haben, zu verwässern oder in Teilbereichen zurückzunehmen. Stattdessen werben wir für eine zukunftsgerichtete Politik, die den Dreiklang, das zu bewahren, was uns erfolgreich gemacht hat, das zu vermeiden, was das Rad wieder zurückdrehen würde und weitere Entwicklungen anzustreben, die uns noch zukunftssicherer machen, zukunftsfester machen, diesen Dreiklang beinhaltet. Denn wir brauchen Wirtschaftswachstum und Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte, um unsere Prosperität zu gewähren. Allein mit Umverteilung und dem Ausruhen auf Erfolgen wird es nicht getan sein. Wenn Sie mir erlauben, gehe ich ganz kurz auf die konjunkturelle Entwicklung als Hintergrund ein. Das ist tatsächlich aber auch nur das Hintergrundbild für die meisten unserer Diskussionen. Wir haben einen Aufschwung in der Weltkonjunktur angelegt, der uns vermutlich, so ist unsere Prognose, in diesem Jahr 2,2% Weltproduktionswachstum bescheren wird und im nächsten Jahr eine Beschleunigung auf 3,0%. Das ist kein selbsttragender Aufschwung. Der ist unter anderem auch dem Umstand geschuldet, dass die negative Auswirkungen der Eurokrise auf das gesamte weltwirtschaftliche Geschehen zurückgeführt worden ist. Im Euroraum selbst haben wir auch erfreuliche Entwicklungen zu beobachten und zu dokumentieren. Eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer
die sich unter anderem in Anpassungen der Leistungsbilanzen, ihrer Leistungsbilanzen widerspiegelt. Es ist also keineswegs so, dass überhaupt nichts geschehen sei und dass man keine Fortschritte sehen könnte. Wir sind nur noch nicht vollkommen über den Berg und haben nicht vollkommen diese Krise hinter uns gelassen. Aber dass sich etwas tut, das kann man sicherlich sehen. Von daher ist die Rezession im Euroraum überwunden. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich mit 0,4% schrumpfen, minus 0,4%, also das Wirtschaftswachstum im Euroraum. Nächstes Jahr 1,1% ist unsere Prognose. Vor diesem Hintergrund stellt sich das deutsche Wachstum in diesem Jahr mit 0,4 aus unserer Sicht und im nächsten Jahr mit 1,6% Zuwachsrate dar. Wichtig dabei ist, und dann verlasse ich auch das konjunkturelle Bild gleich wieder, wichtig dabei ist, dass dieser Aufschwung binnenwirtschaftlich getragen sein wird. Dass also insbesondere unsere Einschätzung die ist, dass die Ausrüstungsinvestitionen angezogen haben, dass die Talsohle bei den Ausrüstungsinvestitionen zur Jahresmitte 2013 durchschritten worden ist und dass man deswegen für das nächste Jahr einen kräftigen Zuwachs erwarten kann. Der Außenbeitrag wird von uns mit einem kleinen, aber negativen Wachstumsbeitrag fürs nächste Jahr eingeschätzt. Und das ist vielleicht auch eine Diskussion, die in den Fragen noch aufkommen wird, die Verbraucherpreise in Deutschland dürften stärker steigen als im Rest des Euroraums. Lassen Sie mich zurückkommen zu der wirtschaftspolitischen Agenda, auch für die Bundesrepublik, und dort drei Punkte herausgreifen. Unter dem Dreiklang vermeiden, bewahren, handeln, wie Sie es auch in unserer Kurzzusammenfassung auch aufgeführt sehen. Es ist sicherlich so, dass wir an der Stelle ganz kurz innehalten können, bevor wir auf die Agenda gehen und sagen können, wie sieht es denn eigentlich mit dem zentralen sozialpolitischen Diskussionsthema der Vergangenheit aus der Einkommensverteilung. Wir haben wieder eine Einkommensverteilungsanalyse vorgelegt, das machen wir regelmäßig. Und aus unserer Sicht, sowohl im intertemporalen, also über die Zeit verlaufenden Vergleich, als auch im internationalen Vergleich, ist das kein spektakuläres Bild. Also die Vermutung, die man haben könnte, wenn man unsere aufgeregte Diskussion in der Bundesrepublik verfolgt, dass sich da ganz drastische Veränderungen bei der Ungleichheit ergeben haben, die hält sich nicht, die ist in den Daten nicht zu sehen. Wenn wir etwas konstatieren können an Verbesserungsbedarf, dann ist es sicherlich die Aufstiegsmobilität, insbesondere die zwischen den Generationen. Daran kann Deutschland wirklich noch viel arbeiten und sollte auch viel arbeiten. Aber an der Einkommensverteilung und an der Kraft der Umverteilungsmechanismen des Steuer- und Transfersystems muss man eigentlich nicht in der Form zweifeln, in der es die Diskussion suggeriert. Lassen Sie mich diese drei Beispiele herausgreifen. Den Arbeitsmarkt, viel diskutiert im Augenblick. Der deutsche Arbeitsmarkt ist in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich durch die Krise gekommen, hat Beschäftigungsaufbau erlebt in den vergangenen Jahren, in denen andere Länder sehr starke Probleme am Arbeitsmarkt erleben mussten und erdulden mussten. Das war aber nicht nur eine Folge von guten Reformen, die uns fit gemacht haben für eine solche Krise, sondern ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Krise selbst eine spezifische Natur hatte. Der Schock, der angekommen ist bei uns, war ein Nachfrageschock, der dann irgendwann mal wieder abgeebbt ist und im Endeffekt uns in einer Situation zurückgelassen hat, in der unser Produktportfolio immer noch genauso gefragt war wie vorher. Es war kein Angebotsschock, der uns gezwungen hat, unsere Wirtschaftsstruktur zu ändern, sondern es war ein Nachfrageschock. Dafür war Deutschland durch die Agenda 2010 gut vorbereitet. Jetzt wird insbesondere diskutiert, ob man einen Mindestlohn einführt, einen flächendeckenden Mindestlohn, gegebenenfalls auch sogar mit dem gleichen Niveau in Ost- und Westdeutschland. Da sind wir erstens der Meinung, zumindest ist das die Mehrheitsmeinung, fairerweise muss man ja sagen, wir haben die Möglichkeit, dass bei uns Minderheitsvoten eine klare Absetzung von der Mehrheitsmeinung darstellen. Und das wird auch und das soll auch genutzt werden. Also in dem Falle ist das keine ganz einmütige Meinung, aber es ist die Mehrheitsmeinung. Wir sehen weder den sozialpolitischen Bedarf, noch sehen wir, dass das eine wohlüberlegte Handlung wäre, einen so hohen flächendeckenden Mindestlohn, wie er derzeit diskutiert wird, einzusetzen. Insbesondere deswegen, weil wir keinen Präzedenzfall haben und weil internationale Beispiele nicht so leicht übertragbar sind und weil wir aus den Studien über Branchenmindestlöhne so wenig lernen können für einen flächendeckenden Mindestlohn, erscheint es doch relativ leichtfertig, einen sehr hohen Mindestlohn anzusetzen und damit dann durchaus Beschäftigungsverhältnisse in großer Zahl zu gefährden, insbesondere für Geringqualifizierte, für Arbeitnehmer in Ostdeutschland, für Langzeitarbeitslose, für Jugendliche, also für diejenigen, die Probleme haben, Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt. Die öffentlichen Haushalte, das ist der zweite Punkt, den ich kurz herausgreifen möchte.
Die öffentlichen Haushalte genießen momentan eine Situation, die von Sonderfaktoren geprägt ist, wie der guten Arbeitsmarktlage, der guten Konjunktur, dem Umstand, dass Deutschland ein sicherer Hafen der Kapitalanleger, internationalen Kapitalanleger ist und auch einem demografischen Zwischenhoch geschuldet ist. Wir haben augenblicklich eine Situation, die sehr leicht vorauszusehen ist. Der Alterungsprozess ist nicht ganz homogen. Wir genießen für die nächsten paar Jahre ein solches Zwischenhoch, bei dem die Anzahl der Rentenbezieher langsamer steigt. Das wird irgendwann, genau wie die Sonderfaktoren, vorbei sein. Und von daher sehen wir in einer weiteren Konsolidierung, in einem weiteren Schuldenabbau jetzt in dieser guten Zeit die große finanzpolitische Herausforderung der kommenden Jahre. Für Steuererhöhungen sehen wir im Augenblick keinen Bedarf. Und wenn Sie unser Gutachten genauer lesen, werden Sie unter anderem auch eine klare Positionierung finden, dass wir es nicht richtig finden, Steuererhöhungen dadurch zu motivieren, dass man investieren möchte und dass man auch in den Ländern Aufgaben erfüllen möchte. Die Aufgabenschwerpunkte richtig zu setzen, ist die Aufgabe der Politik. Letzter Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist die Energiepolitik. Hier fehlt immer noch ein Gesamtkonzept, an dem sich die Energiewende ausrichten könnte. In der Tat ist es so, dass die Förderkosten explodiert sind, dass die Förderung der erneuerbaren Energien zum einem der größten Subventionstatbestände in Deutschland mutiert sind und gewachsen sind. Und wir werben dafür, nicht nur ein drastisches Überdenken des Marktdesigns anzustrengen, bei dem einerseits die Förderung der Erneuerbaren und andererseits auch die Frage, wie man Reservekapazitäten sicherstellt, gemeinsam diskutiert wird, sondern wir werben auch dafür, dass man Atem holen sollte, indem man sich jetzt ein Moratorium der Förderung der Erneuerbaren zugesteht, um wirklich die beste Lösung für dieses Gesamtkonzept zu finden. Die europäischen Themen kann ich nur kurz nennen und dann denke ich, habe ich Ihre Geduld vielleicht zu sehr strapaziert, wenn ich noch länger darüber rede. Wir hatten einen Schuldentilgungspakt vorgestellt in den vergangenen Jahren, insbesondere im Jahresgutachten 2011 war das ein konkreter Vorschlag, den wir unterbreitet hatten, in einer Situation, in der wir davon ausgegangen sind, dass man die erheblichen Altlasten, die im Euroraum vorhanden sind, insbesondere die erhebliche Verschuldung des öffentlichen Sektors, dadurch zurückführen könnte, dass man einerseits gemeinschaftliche Haftung in einer temporären Form zeigt, temporäre Solidarität, und das andererseits mit starken Auflagen, mit strikter Konditionalität verknüpft. Wir wollten mit diesem Vorschlag vermeiden, dass eine Vermischung von Geld- und Fiskalpolitik sich verstärkt. Wir wollten die EZB nicht in die Rolle gedrängt sehen, einschreiten zu müssen in der Art, wie sie es jetzt getan hat. Das ist jetzt geschehen und von daher hat sich die Welt in der Hinsicht geändert. Es gibt also hier auch wiederum drei Spielfelder, die zu beackern sind, aber die Bundesregierung hat vielleicht nicht die gleichen Hebel und den gleichen Marktdruck zur Verfügung dafür wie vor diesem Schritt. Einerseits sind die Altlasten in den Banken zu bereinigen, dazu gerne in der Diskussion noch viel Detail. Andererseits sind die öffentlichen Haushalte weiter zu konsolidieren, da führt auch kein Weg dran vorbei. Und drittens sind Strukturreformen durchzuführen. Wir sind der Meinung, dass wenn Deutschland dafür erfolgreich werben will, dass man auf diesen drei Spielfeldern vorankommt, dann selber ein gutes Beispiel geben muss und nicht den Eindruck hinterlassen sollte, dass wir von anderen sehr viel verlangen an Strukturreformen, selbst aber nicht den Mut haben, Strukturreformen als zukunftsgerichtete Maßnahme zu implementieren und durchzuführen. Vielen Dank. Danke, Herr Professor Schmidt. Dann haben wir gleich die ersten Fragen. Bitte. Herr Oliver Meyer-Röther, ARD Hauptstadtstudio. Wenn Sie sagen, beim Mindestlohn ist es eine Mehrheitsmeinung, wer ist die Minderheit und warum? Ja, vielleicht sagt Herr Bofinger so. Wäre das mein Job? Also ich bin der Meinung, dass ein Mindestlohn von 8,50 Euro vertretbar ist, wenn man ihn in Bezug setzt zum Medianeinkommen in Deutschland. Dann ist das eine Relation, die im internationalen Mittelfeld liegt. Es gibt viele Studien jetzt für branchenspezifische Mindestlöhne für Deutschland, die gezeigt haben, dass wir keine Beschäftigungseffekte haben. Es gibt für den flächendeckenden Mindestlohn in Großbritannien Evidenz, dass das auch nicht zu negativen Beschäftigungseffekten geführt hat. Im Gegenteil, bei den Geringqualifizierten ist die Beschäftigung besser gelaufen als bei den Qualifizierten. Und es gibt eine ganze Batterie von Studien für die Vereinigten Staaten, die zeigt, dass diese negativen Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen nicht statistisch signifikant sind.
Dazu darf ich vielleicht auch noch ganz kurz Stellung nehmen. Über die Einschätzung der internationalen Evidenz muss man sich nicht groß streiten. Also ob der Mindestlohn im Mittelfeld oder in der internationalen Spitze liegt, das kann man diskutieren. Das hängt natürlich von Abgrenzungskonzepten und so weiter ab. Aber was ganz klar aus unserer Sicht, aus der Mehrheitssicht, andere Schlussfolgerungen nahelegt, ist der Umstand, dass natürlich das gesamte Rahmenwerk betrachtet werden muss, indem man einen Mindestlohn einbettet. Wenn man einen Mindestlohn niedrig ansetzt, wie beispielsweise jetzt in Großbritannien relativ zum Medianlohn, relativ zum Lohngefüge, wenn man ansonsten eine flexible Arbeitsmarktordnung hat, dann ist natürlich der Schaden, den eine solche Lohnuntergrenze anrichten kann, geringer als in einer Situation, in der sie auf einen rigiden Arbeitsmarkt trifft. Nochmal, das glaube ich, das entscheidende Argument aus unserer Sicht war aber, wie kann man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament einführen würde, würde sagen, Mensch, damit könnten wir gegebenenfalls Hunderttausenden von Menschen helfen, aber gegebenenfalls auch Hunderttausenden von Menschen schaden, würde man das wohl nie so einfach mal sagen, ja, international hat das aber das und das vielleicht ergeben, wir prüfen das noch nicht mal. Das legt für uns den Schluss nahe, dass das eine Sache ist, mit dem Erfolg zu spielen und den leichtfertig aufs Spiel zu setzen, den wir nicht akzeptieren würden gerne. Eine kleine Ergänzung noch, es ist natürlich so, dass flächendeckende Lohnuntergrenzen eigentlich internationaler Standard sind. Es muss ja nicht unbedingt ein expliziter Mindestlohn sein, sondern es gibt ja Länder wie die skandinavischen Länder oder Österreich, die umfassende Allgemeinverbindlichkeit haben. Das heißt, Deutschland ist letztlich ein Land, das hinterherhinkt bei dem, was international Standard ist. Also wir führen jetzt nicht was ein, was überhaupt noch nicht irgendwie ausprobiert ist, aber es keine Evidenz ist, sondern mit dem Mindestlohn schließen wir auf das, was eigentlich in allen zivilisierten Staaten gegeben ist. Sie sehen, die Diskussion bei uns ist sehr intensiv. Das ist auch sehr fruchtbar. Ich werde öfter gefragt, ob es nicht so ist, dass die Minderheitsvoten eher störend sind. Nein, das ist überhaupt nicht, weil man die Argumentation aneinander schärfen kann. Mein Gegenargument wäre jetzt übrigens hier, dass natürlich Deutschland im Augenblick sich eigentlich den Rat, wie man eine Arbeitsmarktordnung aufbauen muss, vielleicht nicht unbedingt durch den internationalen Vergleich mit anderen, die schlecht durch die Krise gekommen sind, geben lassen muss. Also insofern ist das ein schwaches Argument. Nichtsdestoweniger, es bleibt dabei. Wir wissen es nicht hundertprozentig auf die Person genau, wie viel Schaden wir sozusagen prognostizieren sollen. Aber Sie kennen jetzt die Argumentation. Wir gehen jetzt nahtlos aus dem Moment. Mindestlohn von 12 Euro empfehlen, damit wir untersuchen können, wie schädlich er wirklich ist. Wir gehen jetzt nahtlos aus dem Format der Pressekonferenz in die Talkshow. Die nächste Frage, bitte. Ja, Pichler, Stuttgarter Zeitung. Ich habe eine Frage zur Finanzpolitik. Sie schreiben in dem Gutachten ja, dass die Schuldenquote zurückgeht, aufgrund auch der geringeren Defizite der Abwicklungsanstalten. Was empfehlen Sie denn dem Bund? Soll er denn ab 2015, ist er da anvisiert, wirklich tilgen, die Schulden? Oder soll er diese Überschüsse verwenden, um mögliche Leistungssteigerungen auch auf den Weg zu bringen? Wir sind bei der, Sie wissen ja, wir dürfen keine Empfehlungen geben von Gesetz wegen. Wir sind im Hinblick auf die Tilgung relativ leidenschaftslos, denn eigentlich kommt es darauf an, dass die Schuldenquote sinkt im Zeitablauf. Dazu ist es nicht notwendig, die Schulden absolut zu senken und zu tilgen. Es reicht aus, wenn man insgesamt mit Defiziten über die Konjunkturzyklen fährt, die nahe bei Null sind, also einen quasi ausgeglichenen Haushalt realisiert, dann wird bei einem moderaten Wachstum von 1,5% in der längeren Frist die Schuldenquote schon zurückgehen. Wie die Spielräume, die dann da sind, genutzt werden, das muss die Politik am Ende entscheiden. Nur vor diesem Hintergrund ist auch ziemlich klar, dass es keine Notwendigkeit besteht, die Steuereinnahmen nach oben zu treiben. Wir haben im Moment eine Steuerquote, die zu den höchsten gehört, die wir in der Bundesrepublik überhaupt realisieren konnten. Man muss dann im Hinblick auf auf Bund und Länder, auf deren Beziehungen zueinander klar sagen, dass der Bund bei seinen Ausgabenprioritäten ein Stück weiter gekommen ist als die Länder. Dessen Konsumausgaben sind nicht so stark gestiegen, wie das auf Länder- und kommunaler Ebene ist. Wenn Investitionsbedarf bei den Ländern und Kommunen stärker anfallen sollte, dann müssen diese Ebenen einfach sehen, dass sie die richtigen Ausgabenprioritäten setzen und von den massiven Steigerungen der Konsumausgaben wegkommen, zurückkehren zu mehr staatlichen Investitionen. Das können sie aber im Rahmen der gegebenen finanziellen Spielräume sehr wohl leisten. Ich hatte jetzt eine Wortmeldung in der Reihe dahinter, glaube ich, hinter Herrn Meyer-Rüth. Ist das richtig? Nein, dann Herr Keller, bitte.
noch mal zum Thema Mindestlohn. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Herr Professor Schmidt, gibt es denn einen Mindestlohn überhaupt, den Sie für akzeptabel halten, oder ist der Rat in der Mehrheit grundsätzlich dagegen? Und zum Zweiten die Frage an Frau Professor Buch. Sie sind ja nun neuerdings in Ostdeutschland. Und es gibt immer wieder die Diskussion, ob er in Ostdeutschland besonders schädlich wäre. Was haben Sie denn dazu für eine Meinung? Ich kann mich diesmal ganz kurz fassen. Wir sind schon der Auffassung, dass die Dosis in vielen Fragen das Gift macht. Also dass es schon die Ausgestaltung eines Mindestlohns auch darüber entscheidet, wie schädlich er ist. So klar die Aussage zu treffen, dass es immer die gleiche schädliche Wirkung hat, wäre ja auch sicherlich töricht. Nichtsdestoweniger haben wir in diesem Gutachten und in unserem Arbeitsmarktkapitel keine Diskussion darüber angestrengt, wie man denn den größten Schaden abwenden könnte, indem man da eine andere Ausgestaltung sucht. Es ist sicherlich so, dass die Gefahr die ist, dass wenn man niedrig anfängt, dass dann im politischen Prozess, im Wahlkampf, in der politischen Diskussion dann ohnehin der Weg nur nach oben geht. Insofern war unsere Aussage hier klar. Aber es ist ganz klar, dass die Ausgestaltung dann im Endeffekt über die Schadenswirkung entscheiden wird. Dann die Kollegin dort. Ja. Achso, Sie wollten noch ergänzen, Frau Buch. Ja, also war gefragt worden noch nach den Auswirkungen zu Ostdeutschland. Zunächst mal, ich glaube, der Punkt, den muss man einfach sehr deutlich machen, dass man natürlich, wenn man jetzt mit einem sehr niedrigen Mindestlohn anfangen würde, der möglicherweise keine schädlichen Wirkungen hatte. Nur ich kenne keine Evidenz dazu, dass man dann wirklich einen Mechanismus hätte, auch die Bewegung immer weiter nach oben nicht zu stoppen. Und das ist natürlich in einer Krise, die wir möglicherweise, wir alle hoffen, dass nicht irgendwann auch noch mal in Deutschland haben werden, Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, wenn man dann einen Mechanismus hat, der letztlich immer dazu führt, dass der Mindestlohn weiter erhöht wird und nicht gesenkt werden kann. Das würde uns natürlich auch in einer möglichen späteren Krise Schwierigkeiten machen. Und Ihre spezifische Frage bezog sich auf Ostdeutschland. Und genau das hat Herr Schmidt ja eben gesagt, dass der Mindestlohn ist keine Schwierigkeit insgesamt für den deutschen Arbeitsmarkt, für die höher Qualifizierten, für diejenigen, die in Branchen und Regionen arbeiten, denen es gut geht. Er ist eine Schwierigkeit für diejenigen, die ohnehin nicht gut auf den Arbeitsmarkt kommen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und das ist schon angesprochen worden. Das wird natürlich in Ostdeutschland auch da nicht flächendeckend, aber in bestimmten Bereichen und Regionen der Fall sein. Im Übrigen ist das ja auch eines der Ergebnisse aus den Evaluationen der Branchenmindestlöhne, die man in der Tat nicht einfach so übertragen kann. Der allgemeine Mindestlohn hätte noch mal eine andere, weil eben flächendeckende Wirkung. Aber gerade da haben wir ja auch gesehen, dass es in bestimmten Bereichen in Ostdeutschland die Probleme dann auf dem Arbeitsmarkt auch in Richtung Beschäftigung, also weniger Beschäftigung gerade für die geringen Qualifizierten gegeben hat. Und das ist eben unsere große Sorge, dass man die am schwächsten sind, dass man die am meisten damit trifft. In der Liste die Kollegin Nord neben Frau Marschall. Ich kann Sie. Jetzt sehe ich Sie. Ich hoffe. Von der Mediengruppe Maltzack. Nochmal zum Mindestlohn eine Frage an Herrn Professor. Haben Sie das Mikrofon? Ich kann es. Frage an Professor Schmidt. Was sagen Sie denn zu den Argumenten der Befürworter, dass der Konsum dadurch angekurbelt würde? Sie haben ja selber gesagt, die Konjunktur beruht vor allem auf dem Konsum. Zweite Frage zum Thema Investitionen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, sind Sie eigentlich dafür, dass der Staat die Investitionen jetzt weiter auf niedrigem Niveau hält und nicht erhöht? Können Sie das noch mal präzisieren? Und glauben Sie, dass Ihre Vorschläge oder Warnungen Gehör finden bei den Koalitionsverhandlungen? Wenn Sie erlauben, werde ich die erste und die dritte vielleicht direkt adressieren. Magst du die Investitionsfrage? Also die erste Frage geht ja um den Mindestlohn. Kann man nicht gegebenenfalls auch so vielen Menschen dadurch helfen, dass sie ihre Beschäftigung behalten, aber jetzt mehr Einkommen erzielen und dadurch dann eben gesamtwirtschaftlich eine positive Wirkung erzielen? Dazu muss man sich klar machen, es gibt drei verschiedene Gruppen von Arbeitnehmern. Diejenigen, die tatsächlich ihren Arbeitsplatz behalten und mehr verdienen. Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz nicht bekommen oder verlieren, weil der Mindestlohn über ihrer Produktivität liegt. Und dann natürlich alle anderen, deren Lohnanpassung auch ins Kostengefüge passen muss und die auch davon betroffen sein werden über den einen oder anderen Anpassungseffekt in ihrem Unternehmen. Und diejenigen, die Beispielrechnungen dafür vorlegen, dass es positive Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Situation, auch die Einkommen der öffentlichen Haushalte haben, tendieren dazu, das ist jedenfalls meiner Sicht der Gesamtliteratur dazu für Deutschland, tendieren dazu, die Beschäftigungseffekte runterzuspielen oder gar nicht
nicht zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, wenn ein Kaufkraftgewinn dadurch erzielt werden könnte, dass man mehr Polarisierung einführt, indem man die niedrig qualifizierten, niedrig produktiven Arbeitnehmer aus dem Markt auspreist, wäre das sicherlich auch noch mal eine Wohlfahrtsüberlegung wert, ob das sinnvoll ist. Gegeben, dass das Einzelschicksal von jemandem, der aus dem Markt rausgeht und nicht mehr zurückkommt, natürlich schwerer wiegt als einfach nur eine Anpassung im verfügbaren Einkommen für jemanden, der im normalen Konjunkturzyklus mal vielleicht seine Stelle verliert und sie dann wiederbekommt. Magst du jetzt den Investitionsteil kurz? Ja, gerne. Zu den Investitionen muss man klar sagen, dass sicherlich in Deutschland in verschiedenen Bereichen mehr Investitionen, mehr staatliche Investitionen notwendig sind, in anderen Bereichen Reinvestitionen notwendig sind und man in den vergangenen Jahren einiges vernachlässigt hat. Allerdings ist das Ausmaß dieser zusätzlichen Investitionen, die getätigt werden müssen, in der Vergangenheit mit viel zu hohen Zahlen diskutiert worden. Wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, dann sind die entweder interessengeleitet oder basieren auf einfachen Hochrechnungen, die man nicht gerade als seriös bezeichnen kann. Der Investitionsbedarf ist sehr schwierig zu bestimmen, weil man auch im Hinblick auf den demografischen Wandel ziemlich klar sagen muss, dass es einen gewissen Rückbau von staatlichen Einrichtungen geben muss. Es macht keinen Sinn, das, was wir an staatlichen Gebäuden seit den 70er Jahren gebaut haben, in fast jeder Kommune ein Bürgerhaus und die vielen Schulgebäude, in denen manchmal kaum mehr Schüler sind und so weiter, dass die nun einfach renoviert werden mit einem großartigen Investitionsprogramm und keiner nutzt es nachher. Mit anderen Worten, das, was wir hier benötigen, ist nicht einfach nur mehr Geld, sondern man muss sich ganz genau überlegen, gerade von Seiten der Länder und Kommunen, was benötigen wir in den nächsten 50 Jahren, in welchen Bereichen muss wirklich investiert werden, damit die deutsche Infrastruktur das Niveau hält, das sie bisher gehabt hat. Und dafür reichen die paar Milliarden aus, die man aus dem staatlichen Konsum in die Investitionen rüberschieben kann. Mehr Steuereinnahmen sind dafür nicht notwendig. Ja, soweit, liebe Zuschauer, also das Jahresgutachten 2013-14 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Spätestens 8 Wochen nach Vorlage dieses Gutachtens muss übrigens auch die Bundesregierung dazu Stellung nehmen. Das wird dann hoffentlich schon die neu vereidigte Bundesregierung sein. Kommen wir hier im Studio zur Kurzanalyse mit Professor Manfred Neumann von der Universität Bonn. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, wir haben gerade die letzten 25 Minuten intensiv zugehört. Sehen denn die Wirtschaftsweisen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ähnlich positiv, wie es die Bundesregierung tut? Die sieht ja das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr bei 1,7%. Naja, es gibt eine kleine Differenz. Die Weisen sagen 1,6%. Ein Zehntel Prozent hat gar keine Bedeutung, weil die Prognosefehler, die sind ja schon mal ein halber Prozentpunkt, also 0,5. Also das hätten sie auch genauso gut, hätten sie 1,9 hinschreiben können. Das hätte anders besser ausgesehen, als was sie hingeschrieben haben. Aber nein, das hat keine Bedeutung, denn die Bundesregierung kam vor 3-4 Wochen. Davor, ungefähr 3 Wochen vorher, kamen die Wirtschaftsforschungsinstitute. 2 Chefs von diesen Instituten sitzen hier auch im Sachverständigenrat. Und das war alles ähnlich. Und was ist auch in der Zwischenzeit passiert? Fast gar nichts. Das heißt, den Rat und die Bundesregierung nicht weit auseinander. Nein, in anderen Punkten ja durchaus. Diese Wirtschaftsweisen haben ja laut Gesetz auch die Aufgabe, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. Welche Warnungen haben Sie aus diesem diesjährigen Gutachten da herausgehört? Naja, wir werden ja sehen, was die Parteien heute sagen. Aber es ist völlig klar, dass ihre Warnung vor dem Mindestlohn, die ist natürlich, wird einschlagen, weil das gefällt sicherlich vielen nicht, insbesondere der SPD selbstverständlich nicht. Und da wird man mal gucken, was die Koalition, die künftige Koalition dazu sagen wird. Als Ökonom kann man den Sachverständigen insofern recht geben, es kommt auf die Höhe des Mindestlohns an, das ist mal der eine Punkt. Also 8,50 Euro ist wahrscheinlich zu hoch, aber wenn es, sagen wir mal, 6,50 Euro, 7,50 Euro wäre, würde man sagen, naja, es geht vielleicht. Und der andere Gesichtspunkt ist gesetzlicher Mindestlohn. Die Gefahr des gesetzlichen Mindestlohns, der flächendeckend ist, den hat ja Frau Buch angesprochen, die Sachverständige, und hat gesagt, sie sieht da die Gefahr einer Dynamik. Nämlich, wenn man den erstmal hat, dann wird jedes Jahr der Bundestag darüber beschließen wollen, um wie viel dieser Lohn nun wieder erhöht werden soll, gesetzlich. Und das ist gefährlich. Also die Wirtschaftsweisen sehen zumindest einen flächendeckenden, gesetzlich festgelegten Mindestlohn kritisch, aber offenbar keine
Form von Lohnuntergrenze. Welchen Unterschied machen die Wirtschaftsweisen da eigentlich zwischen einem Mindestlohn und einer Art von Lohnuntergrenze? Naja, die Ökonomen haben natürlich, darüber sprechen sie nicht so häufig, früher wurde sehr viel diskutiert, die sind der Auffassung, es gibt einen impliziten Mindestlohn, nämlich wir haben natürlich die Sozialhilfe, wir haben Arbeitslosenunterstützung und wenn Sie das umrechnen würden auf die normale Arbeitszeit, dann haben Sie da schon mal eine Untergrenze für den Mindestlohn. Das heißt aber, diese Lohnuntergrenze ist keine, die vom Staat festgelegt wird, sondern die doch unter den Tarifparteien sozusagen ausgehandelt werden müsste? Naja, das ist nicht ganz richtig, weil wir natürlich, unsere Sozialhilfe wird zwar auf der kommunalen Ebene vergeben, aber es gibt gleichartige Sätze, von denen man ausgeht. Also insofern ist das schon einheitlich, nur es ist so tief, dass es ökonomisch gesehen kein Problem wäre, wenn man diesen zahlen würde. Reden wir noch mal so ein bisschen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die ja für Deutschland eigentlich wirklich gut aussieht und das mitten in einem krisengeschüttelten Europa gerade wieder einen Wahnsinnsleistungsüberschuss produziert, einen Exportüberschuss, der bei über 40 Milliarden Euro liegt in diesem Jahr, was allerdings von den Vereinigten Staaten auch aus Brüssel kritisiert wird. Da erwartet uns möglicherweise auch heute ein Rüffel der EU-Kommission. Ist die Kritik der anderen an diesen Rekordüberschüssen Deutschlands eigentlich berechtigt aus Ihrer Sicht? Naja, ich meine, wenn wir die langfristige Entwicklung ansehen, kann man es schon als Problem sehen. Nur man darf es nicht falschrum formulieren, nach dem Motto, die Deutschen exportieren zu viel. Da könnte man ja auch sagen, warum importiert ihr so viel von uns? Also das kann nicht das Problem sein. Das Problem ist, dass wir sehr stark sparen und das heißt, die Bevölkerung, aber auch der Staat importieren zu wenig aus der Sicht des Auslandes. Und darüber kann man diskutieren. Ja. Es wird dennoch darauf hingewiesen, das tut die Bundesregierung, das tun die Wirtschaftsweisen auch, dass vor allem auch die angestiegene Binnennachfrage auch mit zu dieser guten konjunkturellen Entwicklung geführt hat. Haben die Deutschen ihre traditionelle Sparsamkeit, ihre Zurückhaltung auch bei größeren Anschaffungen jetzt sozusagen beendet? Also wir beobachten seit einiger Zeit, dass der inländische Konsum, also der Konsum der Bürger, private Konsum, tatsächlich die Konjunktur stützt und die Aufwärtsbewegung mitträgt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nur wir hätten es gerne auch bei Investitionen. Wenn man die Ersparnisse nicht ins Ausland transferieren würde auf irgendwelche Konten, sondern in Investitionen in Deutschland stecken würde, wäre es natürlich noch besser. Kommen wir zu einem anderen wirtschaftspolitischen Thema, das allerdings auch eher skeptisch zu sehen ist und das auch in der Großen Koalition, in den Verhandlungen jedenfalls, eine Rolle spielt. Union und SPD beschäftigen sich ja in ihren Arbeitsgruppen auch mit der Ausbildungslage in Deutschland. Beschlossen sind bereits spürbare Erhöhungen beim BAföG und auch um junge Menschen ohne Berufsabschluss wollen sich die Koalitionäre verstärkt kümmern. Bei den 25- bis 30-Jährigen hat fast jeder